Schießt einfach drei Pfeile, dann schauen wir nach, wie die anderen erstmal stehen. So. Jalan, Jalan. Jalan. Was 29 minus 12? 17, ja? Nee. Doch, ja. Gut, ich spalte einfach fünfmal. Ich schieße auf die 17. Fünfmal, das heißt, Für den ersten nehme ich dann den vom grünen Ritter. Okay. Na, dann schauen wir mal nach, ob der zurückspaltet. Ich würfe erstmal Myria aus. Also ich hätte alle getroffen. So, Myria trifft. Mit der 17 triffst du die Spaltung? Ja, ich habe 29er FK-Wert. Myria wird wieder 45 Punkte. 45 Punkte für Myria. Der grüne Ritter hat automatisch die 50. Automatisch 50, ja. Und dann kannst du den ersten von ihm spalten. Den zweiten. Die 17, was ist damit? Das ist ein Treffer. Das ist auch noch gespalten. Du hast jetzt 5 Pfeile gespalten. Also pass auf, ich habe einen 29er Fernkampfwert. Ich habe eine Erschwernis von 8. Für Spalten ist die verdoppelt auf 16. 4 Aktionen zielen, sind wir wieder bei der 12. 29 minus 12 ist 17. Das heißt, du spaltest jeden einzelnen Pfeil, den der grüne Ritter reinjagt. Exakt. Ich habe einen persönlichen Groll gegen ihn und Gräume und naja. Ja, Myria schüttelt nur noch mit dem Kopf. Du merkst, dass ihr euch gerade sehr voneinander entfernt. Dass dieses väterliche Verhältnis, was du zu ihr aufgebaut hast, das zerstörst du gerade vollkommen, indem du dem grünen Ritter und den Auftrag von Pereine Furten hier selbstsüchtig vernichtest. Immer. 2 Pfeile. Ja, immer versucht auch immer einen Pfeil zu spalten. Ein normaler Pfeil gibt 10 Punkte, hatte ich gesagt, ne? 20, 20, 20. Dann hast du 100 Punkte, Jalan. Spalte doch einfach mal immer. Spalte doch mal die von Jalan. Ja, versuchen wir mal die von Jalan zu spalten. Das sind 24. Weniger 4 macht 20. Wenn der Nagrach-Paktierer beim Pfeil. Das kann nicht sein. Beim letzten Mal habe ich doch irgendwas anderes. Ach klar, ich habe ja noch meinen Bogen vergessen mit 2 Punkten Erleichterung und noch meine Entfernungssinn mit 2 Punkten Erleichterung. Entfernungssinn, ja. Habe ich bei 12 auf die 12 gewürfelt. Ich würde jetzt meinen zu spalten auf die 12. Ist halt schon ziemlich lachhaft, ne? Beide gespalten. Dann sind die von Jalan gespalten und Jalan hat wieder nur 60. Ömer hatte 1, 2, 3 sind 30. Ömer, du bist plus 40. Macht auch 60. Da ich zuerst geschossen habe, gewinne ich dann natürlich. 30 plus 40? Sind 70. 70! Warte, 30 plus 20, Entschuldigung. 30 plus... Wieso, er spaltet doch dann 2 Pfeile. Achso, 30 plus 40, genau, sind 70 Punkte. Ja, Ömer gewinnt. Ja. Ich hab 100. Nein, ich hab 2 verloren. Ich hab 2 verloren. Du hast 2 verloren. Ja, genau. Aber wie kannst du 3 mal 20? Wenn ich durchschieße, wenn ich für den ersten Pfeil den vom grünen Ritter nehme und meine anderen 4 einfach meine eigenen, kann er mir doch nur den letzten wegschießen. Nö. Weil ich doch meine eigenen schon weggeschossen habe. Nee. Du schießt doch die vom grünen Ritter weg. Nein, ich schieße den ersten vom grünen Ritter weg. Nee, du hast gesagt, du schießt alle Pfeile vom grünen Ritter weg. Ja, das ist persönlicher Groll. Nee. Du hast jetzt 5 verschiedene Pfeile und die Ömer haut jetzt 2 von denen raus. Das heißt, du hast 3 mal 20 Punkte, das sind 60 und Ömer hat 70 und Ömer hat wieder gewonnen. Bist du ein mieser Sack, Frosting? Nee, Ömer hat einfach nach dir geschossen. Du warst wieder zu selbstsüchtig und warst nicht geduldig genug. Das ändert nichts daran, dass du ein mieser Sack bist. Gut, wie sind die letzten Punktestände? Wie die letzten Punktestände? Ömer hat 70, du hast 60 und der grüne Ritter hat gar nichts. Myri hat 45, danach kommt lange nichts. Gut. Das gefällt mir. Ist zumindest eine Riesenshow, die ihr euch da liefert. Vor allem, weil der grüne Ritter schon 50 angesagt hat und dann wird jeder einzelne Pfeil von ihm wieder kaputt gemacht. Ja, beim Pferderennen, beim Wagenrennen werdet ihr sehr viele Probleme bekommen, weil Ragnar ist nicht da. Wo Ragnar ist, keine Ahnung, war wohl auch die Nächte nicht da. Ihr wisst nicht, wo sich Ragnar zurzeit aufhält. Wenn ihr nichts dagegen tun könnt oder wollt, wird Udalbert Erster, weil Udalbert ist ein herausragender Streitwagenfahrer, wenn er nicht gerade, seine Pferde verliert oder irgendwie ihm jemand in die Zügel reinspringt, irgendein Zwerg auf ihn draufspringt. Okay, Plan würde halt vorsehen, dass wir zwischendurch irgendwie draufspringen, ihn über unseren Plan informieren und dann wieder zurückspringen. Hast du denn einen Wagenlenker? Ich habe keinen Wagenlenker, entsprechend wird das flach fallen, wenn ich nicht von meinem Pferd aus wieder agieren möchte. Ja. Ich könnte meinen Wagen selbst lenken, aber... Also, habt ihr einen Wagenlenker? Möchte irgendjemand einspringen? 3? Ja.
Ja, gut. Ich gehe hin, ich lenke meinen eigenen Wagen. Das wird nicht gut, weil ich am Talentwert von 6 und wir müssen das nicht auswürfeln, aber ich werde das Ding zumindest bis an die Ziellinie bringen. Wagen lenken plus 7. Gucken wir mal. 6er Talentwert, wird schon. Dein Chippy hast du schon ausgegeben. Geht um die Ehre, nicht ums Gewinnen. Ist gelungen. Dann kriegst du ihn zumindest gestartet. Aber ja, wie gesagt, du kannst. Ich liefere mir auch keinen ernsthaften Kampf. Ich nehme mal auch einfach nur noch Taugast auf haben. Ja, richtig. Wir schippern das hier ganz gemütlich zurecht. Wir lassen uns nicht kaputt beißen und damit bin ich zufrieden. Ja, also Udalbert wird selber versuchen. Er ist, wie gesagt, ein herausragender Streitwagenlenker und er nickt euch noch sowas wie zu an der Startlinie, aber er wird selber dann ordentlich zurückfahren. Ludi Sander wird wohl auch wieder teilnehmen und auch die nickt euch zu. Hat da wohl keinen Groll gegen dich, obwohl du sie da umgesturmangriff hast, beziehungsweise sie wollte das ja machen und du hast dann gegengehalten. Ja, also sehr, sehr höfliche Kämpfe. Die Gräume nehmen nicht mehr teil und ihr könnt dann irgendwann... Öfter werden. Ja, genau. Also ich muss gerade mal überlegen. Sire Grimm versucht es wieder mit seinem Streitwagen von Borberat. Auch der wird wieder einmal verrecken, wird wieder in den Limbus ausweichen und den hat er immer noch nicht unter Kontrolle gebracht. Der grüne Ritter hat auch noch seine Pferde. Der wird dann irgendwie Zweiter. Dunkelsteiner haben keine Pferde mehr. Der Heldenwagen. Die Amazonen sind auch noch da. Dann werdet ihr Vierter. Nee, Lutisana fährt noch als Viertes rein. Also eins ist Udalbert. Ja. Eins ist Udalbert. Zwei ist der grüne Ritter. Zwei ist der grüne Ritter. Dann kommt die drei Amazone. Zwei ist die Amazone. Vier ist Lutisana von Pericum. Und fünf sind wir dann. Fünf sind wie ich es angesagt habe. Genau. Keine Gräume, keine Dunkelsteiner. Kein Sirion Grimm. Kein Sirion Grimm. Gut. Alles klar. Bin ich zufrieden mit. Ja, genau. Den zweiten Schwerkampf, auch gegen Jelnan Dunkelstein, wirst du wahrscheinlich gewinnen. Müssen wir, glaube ich, nicht auswürfeln. Willst du noch irgendwas sagen zu ihm? Möchtest du irgendwie was, möchtest du ihn denunzieren? Also, wie gesagt, auswürfeln werden wir das nicht. Seine Kampfwerte sind. Es ist reichliche Gegenteil, um ehrlich zu sein. Ja, ich also bin einfach nichts sagen. Ich bin trotz aller Pissigkeit hier, um den Auftrag zu erfüllen und nicht aufzufliegen, ist da primär. Also, ich unterhalte mich nicht mit ihm, wenn er mich nicht anspricht. Morkan hatte übrigens, also Morkan, du weißt wie gesagt nicht, wie die verwandt gegen sind, die hatte dann vor ein paar Stunden hatten die beiden gegeneinander kämpfen müssen. Morkan hat einfach aufgegeben, haben sich einen einzigen Streich ausgeteilt und hat dann Jelnan einfach vorgelassen, was dann auch für viel Unmut gesorgt hat, aber was auch immer sie dafür einen Plan verfolgt haben, aber gegen dich wird er dann auch nicht bestehen können. Damit wirst du in das Finale einziehen. Auf der anderen Seite des Finales wird Lutisana von Pericom verlieren gegen Lucardus von Kemet. Das heißt, du ziehst gegen den dunklen, schwarzen Paladin, den Vater der Golgariten. Ha! Oh, Junge. Kommt Iolaus eigentlich am Morgen mit meinem Ding zurück? Also, wer hat gesagt, ich krieg's am Morgen wieder? Kommt er am Morgen wieder und sagt mir, Junge, geht nicht? Ich geb's dir wieder zurück, aber da es nicht geht, geht es nicht, ne? Okay, dann bringe ich das dann irgendwann nach den Kämpfen zur Akademie und lass es da aufladen. Preis rechne ich dem Forum durch. Ich möchte mich... Ist sie noch im Turnier oder war sie gar nicht erst drin? Wer? Wen? Myria. Myria, die ist... Ich muss gerade gucken. Die hat gegen Sirium Grimm verloren. Die Myria startete hier. Hier hat dann gegen den Echsenkämpfer, der mit seinem Schlinger, der den hat sie besiegt und ist dann gegen Sirium Grimm rausgeflogen. Okay. Lucardus von Kemet also, Lucardus von Kemet. Und damit gehen wir in eine Pause. Wie gesagt, ihr habt den ganzen Tag über Zeit, während Jalan da dann sein Turnier macht. Zwischendurch muss Irma nochmal Bogen schießen, aber was in der Zwischenzeit passiert, da schauen wir uns nach einer Pause an. Gut, wir machen weiter. Was passiert in der Zwischenzeit, während Jalan Jerodin von Dunkelstein kämpft? Haben wir den Laos, Eisemann? Habt ihr irgendwas vor? Ja, tatsächlich. Ich hatte vor, nun, ich habe immer noch dieses Wasser, das unser guter anderer Magier mitgebracht hatte. Und nun, der erste Zwischenstopp sollte wohl dann bei einem Alchemisten sein. Ja. Kannst du eine Dukate bezahlen und er sagt ja, das ist Wasser. Gut. Ja, ich erzähle mir dann so eine Geschichte so.
Ja, ich habe dieses Produkt gekauft und einer meiner Diener ist schrecklich krank geworden davon und ich bin mir nicht ganz sicher, ob vielleicht irgendetwas darin ist. Deswegen wollte ich es lieber nochmal von einem Profi untersuchen lassen. Ja, also er analysiert das dann, gibt ein paar Pülverchen zusammen, kleine Explosionen, die dann entstehen, ein paar bunte Flammen, macht dann auch das gleiche, was dann am Vortag schon der andere Magier gemacht hat, Abelmir, und verbrennt da wieder irgendwelche Flüssigkeiten über der offenen Flamme, guckt nach irgendwelche Färbungen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was damit los ist. Also es handelt sich dabei um ganz einfaches, alchemistisch hochwertiges Wasser. Also, wenn davon jemand krank wird, gebt ihr euren Sklaven zu viel schwarzes Wasser und schwarze Milch, oder? Nun, ich hatte gehofft, dass das Schuld ist, dann wird das wohl irgendwas anderes sein. Ja, das kann sein, dass sich die Abhängigkeit bemerkbar macht. Ihr müsst ihnen einfach mehr von der schwarzen Milch geben, sonst dann ist es einfach eine Erscheinung, dass sie abhängig sind. Ja, verstehe. Nun, dann werde ich sie nicht mehr an meinen guten Vorrat ranlassen. Ich wollte gerade sagen, also wenn sie sich daran bedienen, das ist kostbar. Also es ist zwar nicht viel Flüssigkeit, aber wenn ihr hier mit so hochwertiges Wasser, gibt es sonst, glaube ich, gut an der Küste, bei Mendena, das ist ja auch alles blutige See. Wahrscheinlich müsste man nach oben, nach Festum reisen, um so gutes Wasser zu kriegen. Ja, so wurde es mir auch versichert. Gut, dann kann ich wieder unbesorgt sein. Hab Dank. Okay, Wasser. Torkosch, hast du einen Plan? Hast du eine Idee? Ja, was sind die Wettquoten, wenn man jetzt auf Jarland wettet oder auf seinen Gegner? Für den nächsten Kampf, meinst du? Ja, also den Kampf, den Jarland kämpft, auf den möchte ich wetten. Den, wie gesagt, wir haben ihn ja nicht ausgewürfelt gegen Sirium Grimm. Sirium Grimm ist natürlich auch ein Held. Also 50-50 wird es wohl sein. Oh scheiße, dann los ist das gar nicht. Ich will mir auf jeden Fall den Kampf angucken. Das ist mein Ziel. Ja, kannst du auch meine, dabei da sein, neben ihm stehen. Ja. Das ist erstmal mein Plan. Ich bin sonst vorbereitet. Okay. Möchtest du dir sonst einen Reitschlinger suchen oder einen Nacharzt, der da irgendwo beim Pool badet? Ach scheiße! Du könntest ja auch beim Agrimoteum noch vorbeischauen und dir da irgendwie so einen Nacharzt oder so suchen, den du dann totstichst. Das ist eine gute Idee, aber ich mache was anderes. Ich suche... stimmt. Ja, ich suche mir einen Achatz. Das klingt nach einem vernünftigen Plan. Ja, dann wirst du sicherlich, finde ich, am Agrimoteum, hier wo diese unheilige Flammensäule nach oben wirkt und die schwarzen Wolken füttert, da wo es besonders warm ist. Du kannst auch sehen, wie da wohl vier Achatz nebeneinander stehen. Du hast nie genau verstanden, wie das mit männlich-weiblich funktioniert, aber einer von diesen Kreaturen dreht gerade so ein paar Eier, hat auch ein Nest dabei und dreht die gerade irgendwo in der Nähe, da wo es ein bisschen warm ist, auch ein paar Lava-Abflüsse und die stehen da gerade, unterhalten sich, allesamt mit Speeren bewaffnet. Ja, ich warte, bis sich einer von der Gruppe bis einer alleine ist, will den dann angreifen. Okay, einfach so. Möchtest du ihn weglocken? Möchtest du irgendjemand bezahlen, dass er ihn weglockt? Möchtest du mit ihm sprechen? Also da die Viecher bestimmt eh nicht sprechen können, also das traue ich denen gar nicht erst zu, was sind denn das für Leute an diesem Tempel da? Die erscheinen mir alle unfreundlich und unheimlich, richtig? Ja klar, also du siehst ja auch ein paar Dunkelzwerge rumlaufen, die dann zu Angrimosch beten, dem dunklen Vater oder was auch immer das für eine merkwürdige Zwischenwesenheit aus Agrimot und Angrosch ist. Es ist einfach nur ein unheiliger Ort und was hier in den gedrehten Kamin gezogen wird an Eisen, ist auf alle Fälle eine sehr brüchige Waffe. Das erkennst du auch, wenn sie da schmieden, Speere, Hämmer, Äxte schneiden. Also siehst gerade, wie sie da stehen und die Eier drehen in Seelenruhe, als ob sie wüssten, dass du gleich angreifen willst. Wie sie sich Zeit lassen und dich verhöhnen. Würfel mal da Selbstbeherrschungsprobe. Ja, erschwert um was? Naja, um deine Vorteile gegen diese Mistviecher. Ja, das klingt ja vernünftig. Oh, den ganzen Tag könnte ich die Bastarde beobachten. Ja, ausgezeichnet. Ja, du merkst dann, du tippelst auf dein Bein, hast die Arme verschränkt
Und ja, dann tatsächlich dreht sich irgendwann einer um, nimmt auch so ein Ei mit in die Hand und geht damit wohl in Richtung der Arena. Du weißt nicht, was er vorhat, aber auf diesem Weg, auf dem Weg der Passage von hier nach da, kannst du ihn in einer der Straßen abfangen. Also mein erstes Ziel ist, ich möchte ihn so doll anstolpern, dass er das Ei fallen lässt. Raufen. Ist nicht erschwert. Nur, das hat sogar noch geklappt. Schauen wir mal nach. Ich würfel mal gegen. Du könntest sonst... Okay, ich würde dir erlauben, ein Chippy zu benutzen. Und das, was dir als Rest bleibt, würde ich dir dann als... Na, vielleicht reicht auch so. Ich würfel erstmal. Du musst ja kein Chippy benutzen. Dann fällt er hin und das Ei zerbricht. Das ist ja ziemlich groß gewesen. Ungefähr so groß wie zwei Zwergenköpfe, so groß war es. Und zerschellt. Du siehst, wie da ein kleines reptilides Wesen auf die Straße bricht, nach Luft schnappt, immer noch von Schleim bedeckt. Das Wesen starrt dich an, erhebt sich und sieht unglaublich wütend aus. Schnell, es sieht unglaublich schnell aus. Nimmt seinen Speer. Initiative. Ja, ich. Das habe ich befürchtet. Wird schneller sein als ich. Ja, definitiv. In Yol'Gomak ist es unglaublich warm und wir wissen, dass wechselwarme Kreaturen in Wärme noch schneller sind. Sorry. Ich brauch's kein Problem. Ich muss gerade mal schauen, ob ich Werte für einen Speerkämpfer habe. Ob ich angemessene Werte für einen Speerkämpfer habe. Du, ich prügel auch den wehrlosen Achatz tot, das ist mir egal. Er hat aber auch keine Werte für einen Faustkämpfer. Gut. Haben wir überhaupt Fäuste? Können die Fäuste machen? Dann kommt jetzt eine. Ja, ich bin dran. Ich greife dich zweimal mit dem Speer an. Das heißt, ich wandle um. Ich bin wütend und ich habe keinen Bock auf Parieren. Zwei Angriffe würfel ich einmal. Der eine ist der Schwert um 4, weil das Umwandeln. Und weißt du, weißt du was? Ich greife jetzt an auf die 18. Und dann mache ich einmal einen gezielten Stich. Was hast du für eine Rüstung an? Du meinst, mein höchsten Rüstungsschutz ist 9. Ja, ich mache einfach. Auch dein Gesamtrüstungsschutz. Gezielter Stich. Nee, nicht geschafft. Na gut, ich versuche auch erstmal gezielten Stich einfach mal zum Konter setzen. Was hat er für eine Rüstung an? So ein Lendenschurz. Rüstung 1. Also. Okay, also nochmal eine 1er Erschwernis. Oh. Das ist einfach mal Schaden. Ja. Was hat er so gesagt? Gezielter Stich? Richtig. Dann ist das nochmal. Wenn er eine Wunde kriegt. Genau, eine Autowunde hinterher, Trefferzone. In den Torso. Schön in Torso. Sind nochmal 2W6 zusätzlich. Gerade gucken, weil die Selbstbeherrschung die erste schafft auch die zweite. Ja, dann bleibt er stehen und greift selber nochmal an. Wie gesagt, er wollte ja umwandeln. Hat eine Erschwernis von 4 und dann macht er nochmal eine. Er hat noch die Erschwernis von der alten Ansage, ja, von dem Stich. Wow. Namenloser Achatz schafft es nicht zu treffen. Du bist dran. Ich kann ja auch noch umwandeln mit Kampfreflexen, richtig? Klar, auch wenn ich es nicht ansage. Klar. Ja, dann greife ich den auch nochmal an. Gib ihm hart, Schaden. Kann ich parieren. Nochmal 7 in den Schildarm. Beschreib die Situation. Ja, der unfassbar unhöfliche Acharz hat mich natürlich angerempelt, ohne mein Zutun. Nachdem sein hässliches Ei auf den Boden gefallen ist, wollte er mich auch noch angreifen. Aber man kennt die Acharz ja nur so. Ein schneller Stich in seinen Brustkorb. Scheint ihn zwar nicht zu töten, aber deutlich zu verlangsamen, denn sein zweiter Stich geht ins Nirgendwo. Und dann hacke ich ihm schnell den Arm ab, gucke mir nochmal die Leiche an und schneid nur so zur Sicherheit nochmal den Kopf ab.
Alles klar. Wenn du dann fertig bist mit dem Kopf abschneiden, kommen ein paar Irrhalkengardisten, 5 Stück an der Zahl, auf dich zu. Hey du, wenn du schon Neugeborene umbringst, dann sorg immerhin dafür, dass du hier aufräumst, mach die Straße sauber. Und wehe, du wirfst das Ding weg. Bring es am besten gleich in den Schwarzen Palast und davor, da ist so eine riesige Tonne, da wirfst du das rein. Ja, welche Richtung ist das? Hier die Straße runter, in der Arena, direkt immer nach Süden. Gehst du hoch und an der Halle der Rache gehst du dann nach rechts hoch bis zum Schwarzen Palast. Da wirfst du das Neugeborene rein. Die brauchen wir noch. Mach ich. Ist verboten, das einfach nur irgendwo. Danach machst du den Scheiß hier weg. Glaubst du, ich putze den hinterher? Warte, kann ich den Scheiß da nicht auch mit hinschmeißen? Keine Ahnung, nein. Aber. Aber ich kann den doch bestimmt in den See schmeißen, oder? Mann, dann tritt ihn doch wenigstens von der Brücke runter. Das ist ganz schön eklig. Hier. Ja gut, mach ich. Moment, ich hol kurz einen Sklaven, der soll dir einen Besen geben, dann machst du hier sauber. Und danach bringst du das Neugeborene weg. Ja, mach ich. Hauswirtschaftsprobe. Ja. Er bringt dir einen Besen. Und du musst jetzt erstmal das ganze Blut von dem Machatz wegkratzen, über die Brücke rüber. Talentiert wie immer in der Hauswirtschaft, Torgrosch. Diese Brücke war noch nie so sauber. Wir sollten dich einstellen. Aber ich glaube, so Zwerge sind ganz schön teuer, oder? Gut, ja, du bist sauber, kannst jetzt gehen. Ich sehe sehr zufrieden aus und mehr im Reinen mit mir selbst. Deine Nachteile sind abgebaut. Das habe ich schon wieder voll vergessen gehabt. Ja, Vorteile gegen Drachen, die du nicht abbauen konntest und alles um 10er Schwert haben. Perfekt. So, jetzt darfst du weiter handeln. Ja, mein Plan ist jetzt eigentlich, wie lange hat es überhaupt gedauert? Vermutlich ein bisschen länger, weil ich die beobachtet habe, ne? 20 Minuten so. Ach so, ja, dann ist Jana bestimmt noch in der Arena. Ja, dann kannst du ganz andere Wetten machen, weiter zugucken, ist ja genug Zeit am Tag. Ja. Oh, so, haben wir Eisenmann durch. Wir fangen mal mit Ömer an. Ömer. Ja, Ömer möchte ganz gerne hier in die Schwarzstoffwerke hier in diesem Bereich und möchte ganz gerne diese Handschuhe kaufen, also verstärkte Lederhandschuhe, ja, die sozusagen an allen wichtigen Griffpunkten sozusagen innen drin, also sozusagen mit Gelenk frei sozusagen hier Stahlplatten haben. Ja, also du beschreibst dir kurz, was du damit vorhast, also nicht natürlich, dass du dann irgendwie... Ja, aber dass ich dann eben sozusagen Ungestein verarbeiten muss, ernsthaft. Drei Dukaten pro Handschuh oder pro Handschuhpaar. Das heißt, wenn ihr 5 oder 6 Leute seid, dann sind das ja 3x5 oder 3x6 Dukaten. Könntest du jetzt überlegen. Ja, man kauft ein Handschuhpaar für sich und hebt sich den Preis für die anderen auf, die er den gleich mitteilt, wenn man die wieder trifft. Gut. Du kannst ja das Geld streichen. Natürlich. Und dann besitzt du gute Kletterhandschuhe für Ungestein. Was man nicht alles braucht. Was man nicht alles kriegt. Wie geht's weiter? Das war's für immer. Der geht danach zur Arena. Und gut. Irgendwann werden ja im Laufe des heutigen Tages wichtige Dinge doch wieder passieren. Ja, Bogenschießen. Gut. Tionet. Ich würde zuerst wieder zur Hauptwerkstatt des Opoliten gehen. Ja. Tür wieder aufmachen. Die bekannte Szene. Mit anderen Drucker oder Bedienstete im Vorraum? Ja, klar, da ist immer irgendwie was los, immer die neuesten, du siehst doch, wie die Tür ist offen, oder? Das ist so ein Fliegengitter, kannst du dir vorstellen. Hängt da so in der Tür und du siehst da wohl, wie gerade so ein Wahrsager vor so einer Kugel sitzt und ein Reporter steht dann davor und schreibt dann das auf, was der Visionär ihm da mitteilt für den Optoliten. Du kannst dich dann durchfragen und triffst dann auf Leomedia Winterbach, wenn du möchtest, oder kannst du aus dem Weg gehen. Ich würde irgendwie mal dieses Hauptbüro ansteuern von dieser Frau Winterbach. Ja. Die Tür steht hoffentlich offen, wenn nicht, würde ich die einfach aufmachen. Ja. Guten Tag, Frau Winterbach. So sieht man sich wieder. Oh ja, guten Tag. Ich bin jetzt in Uniform der Irrhalkengarde. Der Irrhalkengarde? Ja. Ein Kollege von mir hatte... Habe ich mir doch gleich gedacht, dass das mit dem Schreiben nichts wurde. Ich habe ja ihren Wisch gelesen. Bei der Irrhalkengarde. Schon klar, dass man da nur Berichte ausfüllen muss, aber einen richtigen Artikel zu schreiben. Was wollt ihr damit sagen? Naja, ich habe ihren Wisch gelesen.